Nach einer Reihe von Verfahrensfragen, Geburtstagsgratulation und Umbesetzung von Ausschüssen, unter anderem rückte mit Martin Hoffmann, SPD, ein weiterer alter Hase für den aus beruflichen Gründen ausgeschiedenen Andreas Budde in den Stadtrat nach, folgte auf der jüngsten Stadtratssitzung eine zweistündige aktuelle Debatte. Die war von den Fraktionen der Linken Tierschutzpartei und Bündnis 90 Grüne beantragt worden. Anlass war ein Interview der MVB-Geschäftsführerin Birgit Münster-Rendel, in dem sie unter anderem anklingen ließ, dass die jüngsten Lohnerhöhungen für das Fahrpersonal und die gestiegenen Energiekosten sich über kurz oder lang auch auf die Fahrpreise niederschlagen würden. In dem Zusammenhang wurde auf der Sitzung bekannt, dass die neuen Tarife vom Aufsichtsrat bei 3 Gegenstimmen bereits beschlossen wurden und nun bei der Genehmigungsbehörde ihrer Bestätigung harren. Dem Vernehmen nach sollen sie, die Rede ist vom August, bei 10-30% liegen. Die Angaben oder besser Vermutungen sind da nicht einheitlich, denn die Aufsichtsratsmitglieder, zu denen auch Stadträte gehören, sind zur Verschwiegenheit verpflichtet. Die beiden eingangs genannten Fraktionen hegen nun die Befürchtung, dass derart steigende Preise zu einer Abwärtsspirale führen würden. Das heißt, viele Magdeburger würden sich die MVB-Tickets nicht mehr leisten können, aufs Fahrrad oder Auto umsteigen. Bei weniger Fahrgästen könnten die MVB die Leistungen reduzieren und so weiter. Bislang konnten die MVB ihre Fahrgastzahlen relativ konstant halten. 2011 konnte sogar ein Spitzenwert von 63 Millionen Fahrgästen erzielt werden. Deswegen, so Wolfgang Wenelt von den Grünen, sollten solch erhebliche Fahrpreiserhöhungen besser vermieden werden. Fakt ist allerdings, dass allein die erwähnten Lohnsteigerungen Mehrkosten von 2 Millionen Euro bedeuten. Dazu kämen erhöhte Aufwendungen für Energie, Treibstoffe, Fahrzeuge und Technik. Da gäbe es quasi nur 2 Möglichkeiten, entweder das Angebot auszudünnen oder die Fahrpreise zu erhöhen. Daher appelliert seine Fraktion an die Stadt, die MVB nicht allein zu lassen, um eine Abwärtsspirale zu vermeiden und mehr als bisher zu unterstützen. Denn die drohenden dramatischen Fahrpreiserhöhungen würden unweigerlich zu sinkender Attraktivität und geringerer Nutzung führen. Dem kann man natürlich begegnen, indem die Stadt zu ihren Verpflichtungen auch steht. Die Stadt ist Aufgabenträger des öffentlichen Personennahverkehrs, also sie ist derjenige, der die Straßenbahn und Busfahrten letztendlich bestellt. Und wer bestellt, muss eben auch bezahlen. Und da gibt es eine Betreuungsvereinbarung, die regelt, dass die Stadt entsprechende Zahlungen leistet. Und die müssen, so wie die Situation jetzt ist, mit steigenden Lohn- und Gehaltskosten und auch mit steigenden Energiekosten, müssen natürlich die Zahlungen der Stadt entsprechend angepasst werden. Denn wenn wir die Fahrpreise derart dramatisch erhöhen, wird das zur Folge haben, dass natürlich weniger Leute mit der Straßenbahn fahren. Dass dann letztendlich, weil die Einnahmen dann auch wieder nicht generiert werden können, dass dann Angebote gestrichen werden. Das wird dann wieder dazu führen, wahrscheinlich, dass andere Leute aufs Fahrrad oder aufs Auto umsteigen. Der ÖPNV würde damit geschwächt werden und dem wollen wir natürlich entgegenwirken. Wo soll die Stadt das Geld hernehmen? Also es gibt da immer einige Möglichkeiten. Also zum Beispiel, um nur eine kleine zu nennen, hatten wir vorgeschlagen, wir können die Kosten, also die Preise für die Parkplätze in der Innenstadt ja erhöhen. Damit machst du ja keine Freunde? Damit mache ich mir sicherlich nicht nur Freunde, aber einige denke ich auch. Aber gerade so eine Erhöhung hat ja 2 Wirkungen. Zum einen erheben wir damit mehr Geld, was wir in den ÖPNV stecken können. Und zum anderen macht es natürlich auch den ÖPNV attraktiver. Also ich denke, viele Leute werden sich dann vielleicht doch überlegen, naja, fahre ich vielleicht dann doch mit der Straßenbahn in die Stadt und lasse mein Auto stehen. Andere Städte sind mit der Erhöhung der Parkgebühren gerade gescheitert bei Webel. Andere Städte haben es vielleicht ungünstig angestellt. Ich meine, das muss man dann im Detail prüfen. Aber wieder andere Städte erheben ja sogar City-Maut und Ähnliches. Also das ist schon notwendig, auch dass wir steuernd eingreifen. Wir sind als Stadt Magdeburg eine sehr autofreundliche Stadt. Und wir sollten zunehmend mehr eine ÖPNV-freundliche Stadt werden. Und dafür wünschen sich Grüne und Linke eine höhere Beteiligung der Stadt an den steigenden Kosten der MVB. Die, so Frank Theile von der Linken, steigen auch bei der Infrastruktur. Zwar verbessere die 2. Nord-Süd-Verbindung die Wirtschaftlichkeit des Unternehmens, ebenso wie die Einbettung der MVB in den Marego-Verkehrsverbund, aber dafür werden eben auch erhebliche Investitionen benötigt.
Frank Theile wies auch auf die in letzter Zeit zunehmende Kritik von Fahrgästen an Pünktlichkeit, Sauberkeit und Verhalten des Personals hin, was vermuten lasse, dass eine Grenze bei Einsparungen und Optimierungsmöglichkeiten bei den MVB erreicht sei. Eine sozialverträgliche Fahrpreisgestaltung müsse allen Magdeburgern Mobilität gewährleisten. Die anderen Fraktionen, in Sonderheit die CDU, die hat der Linken bei der Debatte um die MVB-Kostenaufwüchse Populismus und Wahlkampftaktik vorgeworfen. Wie entgegnet ihr dem? Naja, das ist natürlich ein schwieriges Thema. Wenn einem dann zum Schluss die Argumente irgendwo fehlen, den Eindruck hatte ich bei der CSU, bei der CDU-BFM-Fraktion ein Stück weit, dann greift man immer mal gerne in die alte Kiste, irgendwas vom Populismus zu erzählen. Uns geht es überhaupt nicht darum, im Gegenteil. Wir sehen durchaus mit Sorge bestimmte Entwicklungen, bestimmte Kostenaufwüchse, denen sich, das hatte ich auch in meinem Redebeitrag gesagt, denen sich die MVB nicht entziehen kann. Und wir müssen überlegen, wie kriegen wir dann die Schere hin zwischen den Kosten, die bei der MVB entstehen, und den Kosten, die sie dann irgendwo an die Bürger weitergeben muss. Da muss man aufpassen, dass sie genau den Rahmen erreichen, dass auch die Magdeburgerinnen und Magdeburger in der Lage sind, das noch zu bezahlen. Sonst treten die Effekte ein, die ja hier im Ratssaal während der Debatte, die ich im Übrigen gar nicht mal so sinnlos oder gar nicht so mal so abwegig fand, dann treten genau diese Effekte ein, dass die Leute dann die Straßenbahn nicht mehr nutzen. Womit sich die Spirale der Probleme für die MVB nicht unbedingt nach oben bewegt, sondern eher nach unten. Ihr habt ja, eine eurer Forderungen war ja auch Mobilität für alle zu gewährleisten, weil ÖPNV ist Daseinsvorsorge. Die Entfernungen sind ja in Magdeburg nicht immer gerade klein. Gerade viele Ältere und sozial Schwache werden an den Stadtrand gedrängt und haben dann dadurch weite Wege in die Stadt. Wie kann man das gewährleisten? Wie kann man, sagen wir mal, den gordischen Knoten da zerschlagen? Naja, wir haben ja gesagt, habe ich in meinem Redebeitrag explizit ausgeführt, wir finden es ja gar nicht falsch, dass die MVB tatsächlich darüber nachdenken, weitere Stadtteile zum Beispiel über die zweite Nord-Süd-Verbindung anzubinden. Das muss natürlich in solchem Schrittmaß, in solchem Kontext passieren, dass diejenigen, für die wir das eigentlich machen, dann auch noch im wahrsten Sinne des Wortes mitgenommen werden können. Nicht, dass die plötzlich draußen stehen und merken, ich kann mir einen Fahrschein nicht mehr leisten und dann nützt mir das nichts, wenn ich am Rand der Stadt wohne. Bei mir fährt die Straßenbahn vorbei, aber ich muss trotzdem mit dem Fahrrad fahren. Also was wir eigentlich sagen wollen, wir müssen überlegen, wie kriegt die MVB die Finanzierung über all diese Projekte und all diese Risiken hin, die jetzt im Moment kommen, dass die Nutzer auch wirklich einen Profit oder einen Vorteil von den Dingen haben, die MVB machen will. Und da muss man eben wirklich sagen, glauben wir zumindest, dass man nochmal drüber reden muss, ist das Schrittmaß richtig, sind die Dimensionen richtig, die wir uns vornehmen. Und ich kann mich gut daran erinnern, dass es ja gerade um die zweite Nord-Süd-Verbindung heftige öffentliche Debatten gibt. Ich glaube auch nicht, dass die zu Ende sind. Da spielen unter anderem eben auch Kosten dieser ganzen Projekte und die Angst vor dem, was dann kommt, wenn diese Kosten umgelegt werden, eine ganz entscheidende Rolle mit. Und das war eigentlich für uns der Hintergrund, hier so eine Debatte mal anzustoßen. Und ich glaube auch nicht, dass die zu Ende ist. Ich befürchte, wenn das kommt, was der Oberbürgermeister heute angedeutet hat, was Fahrpreisentwicklungen sind, dann geht die Debatte erst richtig los. Ich glaube, da sind wir schon auf einem guten Weg, wenn wir uns als Stadtrat vorher mal damit befassen. Wobei man dazu sagen muss, gerade was zweite Nord-Süd-Verbindung betrifft, da wo Straßenbahnstrecken nachher sind, da hat der Bürger natürlich auch die Gewähr, dann fährt da auch was. Eine Buslinie kann man schnell umlegen, eine Straßenbahnlinie nicht. Das ist unstrittig. Wir haben auch nicht gesagt, dass wir dagegen sind. Im Gegenteil, wir unterstützen ja diese Dinge. Aber sie müssen in einem Tempo passieren und mit einem Kostenaufwuchs für die MVB, dass das Unternehmen in der Lage ist, das auch zu verarbeiten, zu verkraften und eben nicht gezwungen ist, Fahrpreiserhöhungen, was weiß ich, in welchen Höhen, denn das werden wir in den nächsten Wochen dann irgendwann mal erfahren, auf die Bürger knallenfall umzulegen. Dann tritt nämlich eine Umkehrreaktion ein. Dann steigen die tatsächlich, wie das hier im Ratssaal richtigerweise gesagt wird, dann suchen die sich Alternativen. Oder sie müssen sich Alternativen suchen, gehen zu Fuß oder nehmen das Auto. Und das wollen wir eigentlich nicht. Gunter Schindehütte, CDU, warf den beiden beantragenden Fraktionen jedenfalls vor, dass diese populistisch inszenierte Debatte Wahlkampf pur sei. Steigen die Kosten, müssten die Erträge, also die Einnahmen, erhöht werden. Die Stadt könnte ja auch ausschreiben, doch wer wolle schon einen vielleicht portugiesischen Anbieter, der den ÖPNV mit Dumpinglöhnen durchführe, um die Kosten zu senken. Und Subventionen seien nun mal nicht zulässig. Die MVB solle Vorschläge unterbreiten, wie die Aufwendungen abgefangen werden könnten. Die Stadt könne das nicht. Sie befinde sich in der Haushaltskonsolidierung. Hans-Dieter Bromberg, SPD, unterstützte die Ausführungen von Gunter Schindehütte. Man solle jetzt nicht in die Abläufe eingreifen. Wenn man die Fahrpreise stabil halten wolle, müsse man woanders was draufsatteln, sprich Steuern oder Gebühren erhöhen. Da hätte man am Ende nichts gekonnt. Dieter Scheidemann, MVB-Aufsichtsratsvorsitzender, meinte, die Umstellung von Bus auf Straßenbahn sei auch unter demografischen Aspekten die bessere Wahl und würde zudem die Personalkosten reduzieren. Die Zukunftsfähigkeit der MVB dürfe nicht auf Subventionen beruhen.
OB Lutz Trümper meinte abschließend, dass die Stadt die jährlichen Zuschüsse an die MVB bereits von 24 auf 16 Millionen Euro gekürzt habe. Dadurch würden zwangsläufig Leistungen der MVB reduziert. Schulden werde die Stadt jedenfalls keine machen. Die Kostensteigerungen müssten von den MVB aufgefangen werden. An den Fahrpreiserhöhungen führe kein Weg vorbei. Breite Diskussion gab es auch um den Antrag der Fraktionen von SPD, Linke und Bündnis 90 zur Umbenennung der Brücke am Wasserfall in Thorsten-Lamprecht-Brücke. Da die 1998 erbaute Brücke jedoch durch ein Bürgervotum zu ihrem bisherigen Namen am Wasserfall kam, der Name Thorsten-Lamprecht-Brücke seinerzeit jedoch nur 2 Stimmen bekam, einigten sich Linke und SPD darauf, sich nicht über das Bürgervotum hinwegzusetzen und dafür als Kompromiss lieber den Weg von der Burchardstraße zur Brücke auf der Krakauer Seite in Thorsten-Lamprecht-Weg umzubenennen und zusätzlich eine Gedenktafel anzubringen. Die Grünen hätten zwar lieber die Brücke umbenannt, stellten sich dem Änderungsantrag aber nicht entgegen. Der so geänderte Ursprungsantrag fand dann am Ende eine breite Zustimmung bei 4 Gegenstimmen von Matthias Gärtner und 3 Stadträten der CDU sowie 11 Enthaltungen, vor allem aus der FDP. Die beiden Future-Stadträte Oliver Wendenkamp und Burkus Stager hatten einen Antrag auf einen Bürgerhaushalt eingebracht. Die Stellungnahme der Stadt ist ja vernichtend. Na, vernichtend ist die Stellungnahme der Stadt nicht, aber da komme ich vielleicht im zweiten Schritt zu. Im ersten Schritt, was versteht man darunter? Darüber alleine könnte man schon eine Diskussion führen. Es gibt manche, die sagen, Bürgerhaushalt heißt, die Bürger beschließen in Zukunft den kompletten Haushalt der Landeshauptstadt. Das ist Quatsch, das geht doch gar nicht. Die demokratischen Richtlinien sind so, dass den Beschluss immer noch der Stadtrat trifft. Für uns bedeutet aber der Bürgerhaushalt in unserem Verständnis, und so ist es auch in den Kommunen in Deutschland bisher üblich, dass die Bürger viel stärker in den Diskussionsprozess eingebunden werden. Das heißt, wenn die Haushaltsvorlage vorgestellt wird, dann gibt es Veranstaltungen dazu mit Bürgern, wo das präsentiert wird. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, sich einzubringen. Das kann im Internet sein, das kann in Foren sein, das kann aber auch direkt zu Tabellen, die online sind, zu Finanztabellen, die online sind, möglich sein. Es kann aber auch auf Veranstaltungen oder Ähnlichem sein. Und es geht uns auch gar nicht zwingend darum, dass wir den Bürgern gleich den ganzen Haushalt überhelfen und sagen, das ist hier der gesamte Haushalt und jetzt sagt man was dazu. Sondern man kann sowas meiner Meinung nach auch entwickeln, indem man gewisse Dinge erstmal rausnimmt, wie zum Beispiel Investitionsprioritätenlisten, die ja auch im Stadtrat immer ein großer Streitpunkt sind, welche Straße ist als nächstes dran, welche Kindergarten muss dringend saniert werden. Solche Listen zum Beispiel sind wir der Meinung, könnte man auch der öffentlichen Diskussion stellen. Denn wir denken zum einen nicht nur, dass wir gute Impulse von den Bürgern dafür kriegen, sondern dass wir dadurch vielleicht auch bei den Bürgern die Akzeptanz stärken für Entscheidungen, die ja manchmal schwer sind, und auch die Identifikation mit den Entscheidungen und mit der Stadt im Ganzen, das damit gestärkt wird. Das sahen aber vor allem die Fraktionen von CDU, Bund für Magdeburg und SPD ganz anders, auch wenn man den Eindruck hatte, dass einige Stadträte nicht so ganz wussten, wovon sie reden. Da schwirrten Worte von den verschiedensten Foren auf der Webseite der Stadt durch den Raum, die es schon lange nicht mehr gibt, was auch von unserer Seite schon oft kritisiert wurde. Hans-Dieter Bromberg war der Meinung, die Stadt hätte schon alles probiert, bisherige Vorschläge seien aber nicht umsetzbar gewesen. Er fand das Anliegen von Future zwar sympathisch, aber seitens der Bürger hätte es bislang ja gar keine Reaktion gegeben. Seitens der CDU war zu hören, Ähnliches habe man schon vor 6 Jahren vorgeschlagen. Die Reaktionen seien enttäuschend gewesen. Der Haushalt sei einfach zu komplex. Veranstaltungen zu diesem Thema seien zielführender. Linke und Grüne sprangen den Future-Räten zwar zur Seite, aber es brachte nichts. Wenn es um Bürgerbeteiligung gehe, laufe man gegen die Wand, beklagte Josef Fassel von der Tierschutzpartei abschließend. Der Antrag bekam lediglich die Stimmen von Future, einigen Bündnis 90-Leuten und einigen Linken und wurde mit den Stimmen von CDU, SPD und FDP beerdigt. Einig zu sein scheint man sich dagegen bei 2 Anträgen, die das Gedenken an den kürzlich verstorbenen Magdeburger Musiker Reinhard Lacomi zum Inhalt haben. Die 3 neu zu bauenden Kitas sollen nach Figuren aus dem Traumzauberbaum benannt werden und eine neu entstehende Straße in Texas, also Magdeburg Nordwest, wo der Musiker aufwuchs, soll seinen Namen bekommen. Da für beide Vorhaben noch einige urheberrechtliche Fragen zu klären sind und natürlich auch das Einverständnis von Lacomis Witwe Monika Erhardt einzuholen ist, wurden beide Anträge erst einmal in die Ausschüsse überwiesen. Kein Zuspruch bei den Fraktionen von CDU, SPD und FDP finden dagegen die Linden auf dem Domplatz. Die großen Fraktionen auf der anderen Seite des Stadtrates sind alle dagegen, die wollen die Dinger komplett abholzen. Was sagt ihr dazu? Also wir finden das völlig unverständlich, und wenn ich mal an die Debatte jetzt zum MVB und zum ÖPNV erinnere, wo dann so sehr auf Kosten rumgeritten wurde, ja, das sind
dramatische Kosten auch, die dann entstehen, wenn die vorhandenen Linden, die ja in Ordnung sind, wenn die abgeholzt werden und durch Kleinkronige ersetzt werden, bloß weil man irgendein barockes Bild im Auge hat, das ist doch alles nicht realistisch. Ein barockes Bild mag zwar irgendwo ein Vorbild sein können, aber wenn wir uns am Domplatz umgucken, die Nord-LB ist nicht so sehr barock, zum Glück. Die gefällt mir auch recht gut so von der Gestaltung her. Wir haben da kein barockes Bild. Wir können uns dem natürlich ein Stück annähern, aber das werden wir auch nicht erreichen. Ein barockes Bild sollte auch nicht das Ziel sein. Ich fürchte, hier wird sich an dieser Stelle mal ausnahmsweise hinter der Denkmalpflege verschanzt. Und man meint ja, die Denkmalpflege fordert da kleinkronige Bäume und jetzt holzen wir alles ab und pflanzen neu. Und das sind natürlich unsinnige Kosten. Wenn wir die einsparen, haben wir an anderer Stelle wieder Geld für Sinnvolleres auszugeben. Es nützte alles nichts. Sozusagen im Handstreich kippten die Gegner den Antrag vom Bündnis 90, die restlichen 80 Linden auf dem Domplatz zu erhalten, bevor die Bündnisräte überhaupt wussten, was los ist. In einem als Änderungsantrag apostrophierten Gegenantrag verlangten sie, alle Linden zu fällen bzw. womöglich umzusetzen. Wolfgang Wenelt versuchte zwar noch zu retten, was nicht mehr zu retten war, aber es war zu spät. Da schon die Abstimmung über den Abholzungsantrag lief, der mehrheitlich durchkam, konnte der Versuch, den Ursprungsantrag noch zurückzuziehen und damit den Linden noch eine Schonfrist zu gönnen, nicht mehr greifen. Beate Wippenhorst schmetterte den Versuch mit Hinweis auf § 11 Absatz 2 der Gemeindeordnung ab. Hitzige Wortgefechte folgten, bevor OB Lutz Trümper in Richtung Wenelt stichelte: Regen Sie sich mal nicht auf, Herr Wenelt, ganz ruhig bleiben, ganz ruhig bleiben. Luft holen, Unterschriften sammeln, Bürgerproteste organisieren und dann sehen wir weiter. Gelächter und Beifall im Saal. Mirko Stager äußerte noch seine Verwunderung, dass der Rat eigene Beschlüsse von 2011 einfach so konterkariere, musste sich dafür vom OB Unwahrheit vorwerfen lassen, hatte aber mit Verweis auf den Beschluss 0090 aus 2011 nicht ganz Unrecht. Auch wenn man die dortigen Aussagen des Denkmalschutzes zur barocken Gestaltung der Baumreihen durchaus auch als Abholzungsauftrag auslegen könnte. Das Thema wird den Rat voraussichtlich noch weiter beschäftigen, zumal eine Bürgerinitiative und die Domgemeinde schon fleißig Unterschriften sammeln. Ausgang also ungewiss. In nicht öffentlicher Sitzung beschloss der Rat den Ankauf der alten Staatsbank am Domplatz. Nach unseren Informationen steht dafür ein Preis von 720.000 Euro im Raum. Da das Thema schon seit Wochen ausführlich durch die Presse geistert, versuchte Josef Fassel, Tierschutzpartei, eingangs der Sitzung das Thema in den öffentlichen Teil zu ziehen, zumal auf § 50 der Gemeindeordnung nicht zwingend die Nichtöffentlichkeit vorschreibt, fand damit aber beim OB und seinem Ordnungsbeigeordneten keine Gnade. Besucher und Presse mussten zur Diskussion, um öffentlich oder nicht, den Saal verlassen. Im Ergebnis der Abstimmung darüber blieb das Thema im nicht öffentlichen Teil. Habt ihr dafür Verständnis? Nein. Und wir Stadträte von Future haben auch dafür gestimmt, das Thema öffentlich abzuhandeln. Und wir haben auch einen Vorschlag gehabt, wie man das sauber machen kann. Nämlich indem wir sagen, okay, die Geldsumme, die wird rausgenommen aus der Diskussion. Die machen wir nicht öffentlich, weil das ist nicht öffentlich. Das ganze andere Thema, das machen wir aber öffentlich. Leider konnten wir für unseren Vorschlag aber nur die Kollegen der Linken und der Grünen begeistern. Die Mehrheit aus SPD und CDU und FDP hat es leider abgelehnt, zu unserem großen Unverständnis. Mit welcher Begründung? Da das eine nicht öffentliche Diskussion war, kann ich dazu leider nichts sagen, da sind mir die Hände gebunden. Wie OB Lutz Trümper gegenüber MDF1 erklärte, soll noch in dieser Woche der notarielle Kaufvertrag unterzeichnet werden. Auch um zu verhindern, wie er sagte, dass in exponierter Lage der Innenstadt ein zweiter blauer Bock entsteht. Richtig teuer dürften allerdings erst die Sanierung des Gebäudes und der Umbau zum Dommuseum werden. Aber da hofft man, dass das Land zu seinen finanziellen Zusagen steht. Aber sicher ist das alles bei unserem Finanzminister ja auch nicht mehr so. Die nächste Stadtratssitzung ist planmäßig am 6. Juni.